Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn dich also interessiert, was ich aufgebraucht habe und wie ich die Produkte finde, dann bleib doch einfach dran. Das ist Balea Rasiergel in der Duftrichtung Iceberry. Diese Balea Rasiergele benutze ich immer wieder und ich habe auch einiges in Reserve. Und Avon, von Mimi Avon. Balea bringt regelmäßig immer wieder neue Duftrichtungen heraus. Das ist der erste wunderbare Punkt, die Düfte. Also es riecht wirklich immer sehr, sehr gut und angenehm, wenn man sich die Beine enthaart und oder rasiert. Und ich finde, dieses Rasiergel erleichtert das Ganze. Ja, also man kann wunderbar mit der Klinge über seine Beine gleiten. Und ich finde, es ist gründlich und ich nutze es immer wieder gerne. Ich kaufe es immer wieder gerne nach. Dann habe ich hier eine Dusche. Eine LE war das gewesen. Und das ist von Isana. Von Rossmann haben wir aufgebraucht. Die ganze Familie hat das genutzt. Aber vor allen Dingen meine Kinder. Oh ja, hier. Das ist ein Duschgel, was ich aufgebraucht habe. Endlich, das ist die zweite Pulle. Und ich werde sie mir auf gar keinen Fall nachkaufen, weil ich dachte, ich würde den Duft gut finden, als ich beim Kauf daran gerochen habe. Es riecht immer noch gut, ja, wenn ich so dran rieche. Das ist übrigens Love Beauty and Planet Duschgel mit Kokosnuss und Yang Yang. Es ist ein veganes Duschgel und ja, 400 Milliliter, zwei Pullen. Also es ist so, dass ich den Duft sehr gerne mag, wenn ich so dran schnuppere. Aber wenn ich den dann auf meinem Körper verteile beim Duschen, dann entwickelt sich irgendwie ein anderer Duft, der mir halt nicht so gut gefällt. Ja, es war kein so schönes Duscherlebnis und von daher bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass dieses Duschgel aufgebraucht ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Duftrichtungen von dieser Firma, aber diese Duftrichtung ist nicht meins. Aber es hat sauber gemacht und das soll es ja auch. Weiter geht's mit noch einem Duschgel. Das fand ich gut. Das ist von Balea. Verwöhndusche Pacific Wipes. Das ist auch eine LE gewesen vom letzten Jahr noch. Und es riecht nach Urlaub, den wir so sehr schmerzlich vermissen seit einem Jahr. Ja, am Urlaub am Meer. So, das ist es, was wir vermissen. Urlaub am Meer. Und danach riecht es einfach. Wie der Name schon sagt, Pacific Vibes. Mit dem Duft von Frangipani. Ein wunderbarer Duft. Leider eine LE. Sonst hätte ich es mir nachgekauft. Machen wir weiter mit Shampoo. Und bei diesem Shampoo bin ich so dermaßen abgegangen. Das ist ein Shampoo. Das ist so ein toller Duft. Beim Riechen nimmt man da schon zu. Also das ist ein Duft von Niyu bei Exletta. Exletta, ist das nicht die YouTuberin? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich kenne sie. Exletta? Da muss man eben googeln. Echt jetzt? Exletta. Exletta? Warte mal. Tatsächlich? Nee, das ist sie. Ach. Ja, das ist hier die Exletta, eine, ja, 1,81 Millionen Abonnenten, ja, die kenne ich schon ewig lange, aber ich gucke sie jetzt nicht, ich habe die auch nicht abonniert, ja, ist halt nicht meine Altersgruppe, genau, und ich wusste nicht, dass das von ihr ist, aber da hat sie was Tolles gemacht mit Niyu, und zwar ist das ein Shampoo. Das riecht nach Keksen. Also das ist wirklich ganz, ganz toller Duft.
Ein richtig toller Duft. Also es riecht nicht künstlich nach Keksen, sondern es riecht nach frisch gebackenen Keksen. Und meine Kinder fanden das auch toll. Also die wollten sich auch damit unbedingt die Haare waschen. Und der Duft blieb ewig lange in den Haaren. Also ich bin bei meinen Kindern immer beim Vorbeigehen, musste ich an ihren Haare schnuppern. Also ganz, ganz ein tolle. Deo habe ich aufgebraucht. Das war, ich glaube, letzten Winter war das noch. Von Nivea, das war irgendwie im Angebot. Winter Moments, 48 Stunden Antitranspirant. Fand ich gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt beim Sport mich geschützt hätte. Habe ich nie benutzt, beziehungsweise ich habe kaum Sport gemacht das letzte Jahr. So dass ich das jetzt nicht bestätigen kann, dass es irgendwie Antitranspirant Protection, dass es vor Schwitzen und Riechen beim Schwitzen schützt. Aber es war ein schöner, frischer, sauberer. Aufgebraucht habe ich auch eine Seife von Avon. Die Avon Senses Freshness Collection Pure. Das ist eine milde Seife und mir persönlich hat es ganz gut gefallen. Aber meine jüngste Tochter mochte die Seife nicht, weil sie sagte, dass man danach, dass da irgendetwas drauf wäre. Also auch nach dem Händeabwaschen mochte sie das Gefühl nicht. Und das ist tatsächlich so. Also mir persönlich hat es nicht ausgemacht, weil ich auch weiß, wofür das eigentlich gut ist, dieses Gefühl. Es ist nämlich ein pflegendes Gefühl mit. Ne, also es ist eine Seife, die dann zusätzlich auch noch Pflege verleiht. Also die trocknet nicht aus. Genau. Aber ich werde mir jetzt nicht nachkaufen. Avon hat da bestimmt aber mit Sicherheit noch andere Seifen. Ja, dann habe ich hier eine Creme aufgebraucht von It Works. Und zwar ist das die Dr. Nassif. Firming Neck Treatment. Das ist also eine Creme, die du dir quasi hier auf Hals und Dekolleté auftragen kannst. Und wenn du das regelmäßig machst, dann soll das Ganze geglättet werden. Und es ist tatsächlich so, dass ich eine Veränderung gesehen habe. Jetzt nicht, also ich habe schon etwas ältere Haut hier. Ich bin ja schon 46. Und was heißt schon, aber meine Haut hat schon einiges mitgemacht, ne? Und auch genetisch bedingt habe ich hier so Streifen, das hat meine Mama auch, aber das hat wirklich die Haut so geglättet, ne? Also es ist nicht babyglatt gemacht, aber es hat die Haut, man sieht schon eine kleine Veränderung. Genau. Ob ich sie mir noch nachkaufen würde, ich glaube eher nicht, weil ich finde, dass der Preis so ein bisschen zu hoch ist. Obwohl, auch wenn es sich um hochwertige Kosmetik handelt, trotzdem würde ich jetzt den Preis nicht nochmal dafür ausgeben. Dann habe ich hier auch eine Tagespflege von It Works. Nee, Nachtpflege, genau. Nachtpflege von It Works aufgebraucht. Habe ich ewig für gebraucht, weil die sehr, sehr ergiebig ist. Ich fand die richtig, richtig gut. Die gibt es leider nicht mehr im Sortiment, dafür ist aber eine andere reingekommen. Ich mochte den Duft sehr gerne. Es ist ein kräuteriger Duft und es ist eher eine ganz leichte Pflege, die aber sehr viel Feuchtigkeit spendet. Und ich habe die wirklich sehr gerne. Dann haben wir hier eine Tuchmaske. Ich nutze Masken eher selten, weil ich einfach keine Lust habe, mich in Ruhe hinzulegen und das auf meinem Gesicht einwirken zu lassen. Es ist eine gute Tuchmaske, würde ich sagen. Das ist von Schäbens, die Hyaluron-Tuchmaske, Hydro-Booster. Ich finde schon, also man hat die Maske drauf gehabt und dann nach 10 Minuten hast du ganz genau bestimmte Stellen. Bei bestimmten Stellen, wenn du so über die Maske gegangen bist, spüren können, wo deine Haut dieses Serum quasi
eingesaugt hat. Ne? Also an dieser Stelle war die Maske halt trockener als an anderen Stellen. Ich finde, sie hat wirklich sehr, sehr gut Feuchtigkeit gegeben und ich würde sie mir auch nachkaufen. Eigentlich ursprünglich gekauft für meine Tochter, weil sie in der, sie kommt jetzt in die Pubertät und dann kommen das schon so die ersten Pickelchen raus. Aber für sie zu stark. Und deswegen habe ich es aufgebraucht. Das ist für richtig unreine Haut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hilft. Ne? Also man merkt schon, dass es die Haut so ein bisschen klärt. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt persönlich nichts. Das ist auch nichts für meine Altersklasse, glaube ich, gedacht. Wirkt bakterienhemmend, befreit die Haut von Unreinheiten, reguliert den Hautglanz. Aussortiert wird eine Bodylotion und zwar von Balea. Bodylotion Soft Elegance duftet nach Rose und Feige und dieser Rosenduft gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen kommt diese Maske, diese Bodylotion weg. Es ist ein muffiger Duft. Also ich mochte den nicht so gerne auf meinem Körper riechen. Deswegen wird die aussortiert. Aufgebraucht habe ich auch dieses Haarprodukt. Das ist von Desange, nennt ist das, glaube ich. Professional Hair Luxury Desange Paris. Strahlende Farbpracht. Doppelfarb-Elixier. Ja, das war, oben war eine durchsichtige Flüssigkeit, unten war eine rot gefärbte Flüssigkeit. Man musste beide dann mischen und dann konnte man das nach dem Haarewaschen auf die Haare sprühen, um bei koloriertem Haar die Farbe noch intensiver zu gestalten, beziehungsweise die Farbe noch länger zu erhalten. Fand ich gut. Evelyn Nagellack Entferner. Aufgebraucht und auch nachgekauft. Ja gut, diesmal habe ich jetzt von Rossmann mir eine mitgenommen. Aber das sind halt diese Nagellackentferner mit Schwämmchenapplikator hier drin, wo man sich dann den Finger reinsteckt. Und dann ist der Nagellack ab. Genau. Und weiter geht's mit... Das ist ein Haarfärbemittel. Eine Haarfarbe, genau, von Avon. Avon hat auch Haarfarben. Und die hat eigentlich ganz gut gefärbt. Ne? Also ich fand sie gut. Was ich auch gut fand, ist, dass sie nicht so stark gerochen haben, dass sie nicht so stark riecht, wie die von, welche habe ich benutzt, von Schwarzkopf. Ich glaube, letztens habe ich die von Schwarzkopf benutzt. Und da hatte ich, also wenn man die Dämpfe einatmet, dann sind sie ziemlich stark und das war halt bei dieser nicht. Genau, deswegen würde ich lieber da zurückgreifen beim nächsten Ansatz färben. Dann Avon True Color. Das ist eine Make-up-Entferner-Milch. Ja, steht nicht in Deutsch. Doch, pflegende Augen-Make-up-Entferner-Lotion. Lotion auf ein Wattepad geben und sanft über die Augen fahren, um alle Spuren von Make-up zu entfernen. Also ich bin nicht der Typ dafür. Ich benutze lieber hier sowas, ne? Also mit Zellenwasser. Ich habe das auf, wie gesagt, wie beschrieben, auf Wattepad aufgetragen. Dann habe ich es über mein Auge gegeben, habe auch einwirken lassen und dann wischt man das Ganze weg. Aber ich hatte immer diesen Film über den Augen und es hat auch nicht richtig weggemacht. Also das Augen-Make-up war nicht so meins. Ja, dann habe ich hier die Masterpiece Mascara Max Factor. Ich habe mir die falsche Farbe gekauft, habe sie aber trotzdem aufgebraucht. Das ist die Farbe Braun. Ich wollte schwarz haben. Das ist Braun. Ich mochte sie jetzt nicht so. Die hat ein sehr schlankes Bürstchen. Vielleicht für die unteren, von den unteren Wimpernkranz ist sie ganz gut, aber so für Volumen, finde ich, hat sie jetzt nicht gesorgt. Hier steht High Volume and Definition Mascara, aber Definition, ne? Man hat die Wimpernhärchen waren schön gefächert, ne? Die klebten nicht aneinander, aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen. Gibt es überhaupt noch Max Factor?
Ein Essie-Nagellack. Das ist die Mademoiselle. Aufgebraucht. Das ist die kleine Flasche. Und ich finde die Farbe Mademoiselle, wenn man seine Nägel schnell gepflegt aussehen lassen möchte. Ne? Also man kann das schnell auftragen, auch wenn da was daneben geht, hat man nicht gesehen. Das wird wahrscheinlich nachgekauft, ich denke schon. Das ist der Caligraph von Catrice, das ist ein Eyeliner, den ich wirklich sehr, sehr gerne mochte, weil der nämlich eine Filzstiftspitze hat. Ja, und ich kann damit am besten malen. Das war in einer Beautybox drin. Und zwar hat auch mit Beauty zu tun. Ja, das ist ein Hair Growth Formula. Das sind diese, wie nennt man die? Weingummi, diese Gummis, die man halt kauen sollte, dreimal am Tag, um die Haare schneller wachsen zu lassen. Das ist vegan und zuckerfrei. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich halt nur eine Dose hatte. Und die Dose hat insgesamt 45 Gummis. Und pro Tag muss man 3 Gummis nehmen. Das heißt also, man kommt damit nur 5, ich muss dem Taschenrechner nachrechnen. Das heißt also, man kommt nur 15 Tage damit aus. Und das ist keine Grundlage, wo man dann ein Fazit ziehen kann. Also man sollte schon, einen Monat finde ich auch schon zu wenig, aber so 2 Monate dranbleiben, um sagen zu können, ob die überhaupt funktionieren oder nicht. Ich mochte sie aber nicht von der Handhabung her. Ne? Also man hatte eins rausgenommen, gegessen, gekaut. Man hatte also so eine Art Gummibärchen dann gekaut und dann runtergeschluckt mit einem Schluck Wasser. Aber geschmeckt hat es auf jeden Fall süß und nach Gummibärchen halt. Ne, nee, nach Jogurette. Nein! Wie heißen die? Joghurtgums. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert mir den Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.